100 Jahre Firmenjubiläum und Olympus präsentiert uns die OMD EM1X hier live in Hamburg. Wir finden Galerien, wir haben bekannte Fotografen auf der Bühne, die uns erklären, was sie mit dieser Kamera schon alles fotografiert haben. Ein spannendes Event und wir freuen uns, euch ein paar Eindrücke liefern zu dürfen. Live auf dem Olympus OMD EM1X Event hier mit Luigi, sein Foto von einem Rotkehlchen, ein fantastischer Schuss, auch gerade in groß. Luigi, sag mal selber, mit welchem Objektiv hast du das Foto geschossen? Das habe ich fotografiert mit dem 300 mm. Ich spielte diese 600 mm mit dem Full Frame und High-End, also mit Freehand fotografiert. In Konstanz, haben See von Konstanz See an diese verwischt. Zu welcher Tageszeit warst du da unterwegs? Ich unter der Woche. Ja? Unter der Woche abends, von immer, morgens. Ja, ist Nachmittag gegen 2 Uhr. 2 Uhr Nachmittag ist das passiert. Und ich muss warten, die Abstand richtig. Und es wäre sehr schwierig, weil er wäre sehr nervös. Und es ist sehr schwierig zu fotografieren. Und ich habe die Kamera eingestellt mit 18 Bilder pro Sekunde. Mhm. Das wäre sehr, sehr schnell. Und ich kann fixieren, wie ist dieser schöne Moment, den ich kenne für Witsch. Weil das. Danke, Olympus. Ja, klasse geworden, ne? Ja, ist klasse. Ich fotografiere Olympus seit 10 Jahren schon. Okay. Schon die erste Technologie, weil als Italiener ich liebe wenig wie möglich arbeiten. Und es ist sehr leicht. Und die 300 mm ist 1 Kilo. Und die Konkurrenz ist 4-5 Kilo. Und es ist nicht für die Italiener. Da, noch mal. Hier auf dem Olympus-Event zur neuen EM1X mit Andreas G. Andreas G. eben noch auf der Bühne und jetzt für ein paar Fragen und Antworten hier vor unserer Kamera. Und meine erste Frage, was wird dein nächstes Reiseziel mit der neuen Olympus EM1X? Oh, da bin ich ehrlich, ich weiß es noch gar nicht. Doch eins weiß ich, ich werde in eine meiner Lieblingsregionen aufbrechen, möglichst weit nach Norden. Das heißt, Nordschweden, Spitzbergen, Grönland, irgendwie so. Also mal schauen, wo es mich hintreibt. Es wird kühler auf jeden Fall. Ja, ich liebe es, wenn es kalt ist und einsam. Okay. Im Olympus-System gibt es ja zahlreiche Objektive. Auf welches Objektiv möchtest du auf gar keinen Fall jemals wieder verzichten müssen? Das hängt vom Anwendungsbereich ab. Mhm. Ich bin ja hauptsächlich Landschaftsfotografie und auch Wildtierfotografie unterwegs. Mhm. In der Landschaftsfotografie ist das 7 bis 14 2.8 Pro, also ich rede von den Pro-Objektiven. Das ist wirklich ein ganz tolles Objektiv, wenn es um weite Landschaften geht. Da habe ich viel Freude damit, auf das würde ich nie verzichten, das habe ich immer dabei. Dann seit letztem Jahr, um ehrlich zu sein, gegen anfängliche Widerstände, habe ich das 12 bis 100 lieb gewonnen, mhm, weil das halt wirklich einen großen Bereich abdeckt und unglaublich gut ist von der Bildqualität her und von der Stabilisierung. Also auf das möchte ich eigentlich auch nicht mehr verzichten und dann natürlich das 300er und das Neue, das da in der Vitrine liegt. Ja, da warten wir auch schon drauf. Ja, genau. Und gäbe es neben dem Neuen, was da in der Vitrine steht, noch irgendeine andere Optik, die du dir vielleicht für dein Schaffen wünschen würdest? Oh ja, für professionelle Tierfotografie wünsche ich mir ein lichtstarkes Teleobjektiv im mittleren Bereich, also so ein 1,8-200. Oder 2,0-200, da träumen viele Profifotografen davon. Und wir liegen Olympus da auch heftig in den Ohren damit. Vielleicht hören die ja diesmal zu. Eine letzte Frage noch, bevor wir in eine kleine Schnellfragerunde gehen. Was ist dir bei deinen Arbeiten wichtiger? Ist es ein dokumentarischer Anspruch oder geht es eher um ein schönes Endergebnis? Das heißt, würdest du da auch schon mal Hand anlegen, wenn die Landschaft nicht ganz so ist, wie du sie dir vorstelltest? Also wenn die Landschaft nicht so ist, wie ich sie mir vorstelle, dann mache ich vielleicht das Bild nicht, weil was ich nicht mache, ist im Nachhinein die Bilder zu verfälschen oder zu verändern. Das ist auch, ich sage mal, unser ethischer Anspruch bei der GDT, dass wir sagen, wir wollen authentische Naturfotografie betreiben, die aber einem künstlerischen Anspruch auch gerecht werden kann. Ja? Und deswegen würde ich mal sagen, also manipulieren nein, aber bewusst gestalten ja. Es geht mir darum, mit den Bildern am Schluss auch Emotionen auszulösen und da muss man sich dann schon ein bisschen was überlegen. Hier auf dem EM1X-Event mit Hannes Becker,
euch wahrscheinlich bekannt über Instagram. Und wir haben einen ganz kleinen Fragenkatalog für den Hannes vorbereitet und er war so nett, einfach zu sagen, den beantworte ich euch gerne. Er hat keine Ahnung, worauf er sich einlässt. Hannes, was war deine gefährlichste Aufnahmesituation? Denn wir sehen, du wagst dich ja schon ins Reich der wilden Tiere. Gefährlichste Aufnahmesituation wahrscheinlich in Finnland bei minus 40, 45 Grad unterwegs gewesen und in der Nordlichter fotografiert. Was ist, wenn wir es mal pragmatisch nehmen, was ist neben der Kameraausrüstung so das wichtigste Gadget, was du mit dir führst beim Fotografieren? Das wichtigste Gadget, was ich mit mir führe? Mein Smartphone und die App Fotopilz, mit der ich bestimmen kann, wo die Sonne auf und unter geht. Wie suchst du dir neue Ziele und Locations aus für die Arbeiten, die du machst? Ich lasse mich immer sehr oft inspirieren auf Instagram und schaue, welche Locations da natürlich viel vertreten sind und eher wenig vertreten sind. Und dann suche ich natürlich gezielt die aus, die noch nicht so präsent sind und reise dann dahin und versuche natürlich immer eine neue Perspektive oder einen neuen Blickwinkel auf die Landschaft zu bekommen und dann zu fotografieren. Auf dem Olympus-Event zur EM1X, hier neben mir der Daniel Ernst. Erste Frage, wie viele Kameras nimmst du für deine Arbeiten mit? Bist du nur mit einem Buddy unterwegs oder hast du mehrere? Eigentlich nehme ich nur einen mit, aber die Sicherheit in mir sagt Backup, also meistens mit zwei, wobei Eis immer in der Tasche bleibt. Okay. Hast du fotografische Vorbilder? Der eine ist auch hier, Benjamin Hartmann. Ich mag einfach seinen Stil und seine Bearbeitung, absolutes Vorbild. Okay, cool. Beginnt der Prozess der, Bildauswahl und Bearbeitung schon, wenn du on location bist? Das heißt, machst du das schon unterwegs oder hebst du dir das eher für zu Hause, fürs Dunkelkämmerlein auf? Nee, absolut. Beginnt direkt an der Location. Ich stelle mir vor, wie kann ich das editieren? Kann ich den Himmel wieder zurückholen oder kann ich irgendwie was aufhellen? Also das überlege ich mir schon, aber vieles passiert auch im Nachhinein, dass ich dann erst denke, oh ja, hättest du das machen können oder so, wie es halt ist. Was ist dein bester Tipp für aufstrebende Travel-Fotografen, die vielleicht kommerziell erfolgreich werden wollen? Nicht versuchen, da reinzudrücken. Nicht irgendwie versuchen, dem Kunden die Arbeit so zu bezwingen damit. Einfach machen erstmal, worauf man Bock hat, ein Portfolio erstellen, wo man wirklich selbstsicher drüber ist und dann damit zum Kunden gehen, anstatt irgendwie zwanghaft Arbeiten zu machen, damit man was vorzeigen kann. So, jetzt haben wir für dich auch noch eine Schnellfragerunde vorbereitet. Schieß einfach und nimm's nicht zu ernst. Geht los. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Kaffee und Tee. Raucher oder Nichtraucher? Nichtraucher. 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 Schwarz-Weiß oder Farbe? Alles. Farbe. Farbe. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Beides. Auto. Photoshop oder Lightroom? Lightroom. 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 Blitz oder Tageslicht? Tageslicht. 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 Windows oder Mac? Mac. Street oder Beauty Shoots? Oh. Eher Street. Street. Weder noch. Cloud oder Festplatte? Festplatte. Beides. Beides. Okay. Ansel Adams oder Helmut Newton? Ansel Adams.